Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Hero Zero vom Server 12. Und ja, ich bin hier mittlerweile Stufe 332, habe das Weihnachtsevent beendet. Und ja, ich muss sagen, das Weihnachtsevent war dieses Jahr, sage ich mal, naja, nicht so pralle ausgefallen. Ich meine, gut, die, die Punkte, die Fähigkeitspunkte waren vollkommen okay und die Donuts, die ich da mitgenommen habe. Aber was die Items anging, also da war wirklich nichts Gutes dabei. Da habe ich dann irgendwas random genommen und habe es dann verkauft. Da konnte man nicht viel mit anfangen. Ich hätte mir da lieber ein paar Wurfwaffen erhofft. Die hätte ich gut gebrauchen können oder aufheben können. Für Sondereinsätze oder PvPs. Aber so, muss ich sagen, ja. Sonst konnte man eigentlich in den Events immer eine Wurfwaffe, konnte man sich eigentlich eine Wurfwaffe immer aussuchen, aber diesmal war leider keine dabei. Fand ich irgendwie sehr schade. So, ich habe hier auch noch ein bisschen Energie zu verspielen. Wir können einfach mal random was mitnehmen, weil ich heute auch schon alle Missionen so mitgenommen habe von den Helden Notrufen, außer das Shopping Princess hier. Das geht leider nicht, da muss ich, das dauert 6 Tage, weil ich da immer den Shop rollen muss. Anders funktioniert es leider nicht. Und wir können mal gucken, wir wollten ja eigentlich zusammen mal die Sondereinsätze kloppen. Die könnten wir eigentlich mal machen wieder. Haben die sich jetzt regeneriert? Wunderbar. Dann würde ich sagen, setzen wir gleich mal an und werden hier mal das Kondi-Set anlegen. Ich habe schon lange wieder die Sondereinsätze jetzt ein paar Tage vernachlässigt. Die hätte man jetzt schon, ja, die hätten sich auch, denke ich mal, schon lange wieder regenerieren können in der Zeit, wo ich die jetzt vernachlässigt habe. Auf dem Speed-Server habe ich sie auf jeden Fall umgehauen. Da hat alles soweit gut geklappt. Da bin ich jetzt bei so einer Kleinigkeit nicht weitergekommen, aber läuft auf jeden Fall, läuft. Da geht es auch auf jeden Fall gut voran. Gab es ein paar kleine... Oh mein Gott, ich habe was vergessen. Lol. Okay, dann wird es doch nichts. Ich habe vergessen, die Wurfwaffe anzulegen. Aber er hat auf jeden Fall schon mal meine Kraft übernommen. Das ist schon mal gut. Also sieht gar nicht so schlimm aus. Dann würde ich sagen, machen wir das dann morgen in der Folge auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt halt ein paar PvPs. Ah, ich bin auch immer so stusselig. Ich vergesse mal irgendwas, dann gucke ich nicht richtig. Also ich habe jetzt wirklich nicht darauf geachtet, dass meine Wurfwaffe nicht angelegt ist. Ich bin dann, wenn ich mich verquassel oder sonst irgendwas passiert, dann ist einfach zack drauf los und dann schnell, schnell, schnell. Es muss immer schnell gehen und das ist dann halt mein, das bricht mir dann meistens das Rückgrat, könnte man so sagen. Ja, das muss ich mir irgendwie mal ein bisschen abgewöhnen. So, dann gucken wir mal, ob wir hier noch was mitnehmen können. Ah, der Fighter und Butcher haben hier angegriffen. Ich habe mich gut geschlagen, sage ich mal. In letzter Zeit hier, in der Liga vor allen Dingen. Ich habe da sogar in der letzten Liga, jetzt Wochenliga, 5 Punkte mitgenommen. Da ich auch schon auf einem Wert von 3000 war. Und das fand ich sehr, sehr nice. So weit oben war ich noch nie. Und hatte bisher immer mal so 2 oder 3 Punkte mitgenommen. Oder auch mal gar keine. Und jetzt hat sich das gut gesteigert. Und ich versuche natürlich auch gut dabei dran zu bleiben. Ich hoffe, es bleibt auch so. Wenn nicht, ist es nicht so schlimm. Ich sehe es jetzt nicht so eng, aber ob man nun 5 Punkte hat oder nicht, ne, das ist nun mal, kann man schon, sage ich mal, was mitmachen. Ne? Kann man schon was mitmachen. Ja, so, da haben wir hier die PvP-Kämpfe auch noch mitgenommen. Wie sieht es hier aus? Hier baut momentan gerade der Generatorrauben baut auf 17 aus. Damit ich dann jetzt bald auch, ja, Ende der Woche anfangen kann mit Sammeln. 75 Millionen habe ich ja schon, aber es muss noch etwas weiter hinaufgehen, sage ich mal. Es muss noch mehr Ausbeute kommen. Es muss schneller gehen. Es muss einfach schneller gehen. Dann hier nochmal den Platz freigeräumt. Hier habe ich eine neue Ceramid-Mine hingebaut. Hier wird dann wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich der nächste Platz irgendwann ausgebaut. Da kommt dann ein Generator und dann so weiter und so fort. Da kommt dann hier auch noch was zur Produktion hin und dann schauen wir mal, was wir weiter machen können, weil ich ja dachte, ich habe mich jetzt für die Ceramidmine entschieden, weil ich immer so wenig Ressourcen habe, damit die Ressourcen wieder ordentlich reinkommen. Ja, so wie dazu. Ja, ansonsten wäre es das eigentlich auch erstmal wieder von Server 12 soweit. Es gibt sonst nichts weit Neues, außer dass wir dann die Sondereinsätze nochmal zusammen durchkloppen werden oder vielleicht auch auf den Speed-Server. Mal gucken, da bin ich auch momentan dabei, das Kondi-Set noch zu sammeln,
Vielleicht kriegen wir sie auch da mal durch. Mal schauen. Ich werde mal gucken. Auf jeden Fall wird es demnächst weiter gut weitergehen mit den Sondereinsätzen. Und ansonsten wären wir eigentlich erstmal wieder am Ende. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, die Folge. Macht es erst einmal wieder gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.